Hallo und herzlich willkommen zum 12 Orks Webwalk. Ich fange jetzt mal mittendrin an auf unserer Seite. Und zwar bin ich gerade im März 2015, also ziemlich genau vor einem Jahr sind Larissa und ich nach Florida zur Rallye geflogen. Hier seht ihr die Nachricht, weil Larissa wurde von über 1000 Bewerbern ausgewählt für einen kostenlosen Galleryplatz bei Paper Rally. Und hier steht halt, Larissa ist eine 16-Jährige aus Deutschland, die ihr ganzes Leben schon Natural Horsemanship studiert hat und sie möchte ihren Traum leben und ihre Ziele mit den Prinzipien des Natural Horsemanship erreichen. Ja, das ist aus der Mitteilung, die Pat da vor einem Jahr geschrieben hat. Das finde ich ist ein guter Anlass, um euch mal Bilder von Florida zu zeigen. Das mache ich aber jetzt nicht hier auf der Best-of-Seite, sondern ich gehe zu Stories und auf Stories gibt es halt diese Unterseite Blog zu Florida und Parelli und diese Unterseite hat auch wieder Unterseiten, die sich jetzt öffnen. Und auf der allerersten Seite wird dann diese Geschichte erzählt, wie es für die Larissa war, aus so vielen Leuten ausgewählt zu werden. Es gibt zwar hier die Leute und die Pferde, wo ich den Pat vorstelle, wie Eddie Pospischil, den Sohn von Pat und Kate Parelli. Kursimpressionen ist natürlich auch sehr interessant, aber ich dachte, ich zeige euch jetzt in diesem Webwalk einfach die Reise, das Wetter und das Essen. Weil das ja immer genau das ist, was die Leute interessiert. Einerseits kommen gleich unsere Ausflüge, aber bevor man Ausflüge machen kann, muss man ja erstmal in Florida ankommen. Und ich hatte da morgens eine Blasenentzündung und war noch beim Arzt, habe den Flug irgendwie wirklich mit Antibiotika überstanden. War eigentlich wirklich ziemlich erschöpft, als wir in Florida ankamen auf dem Flughafen, eine Stunde da beim Autoverleih gestanden. Es war mitten in der Nacht und dann war auch noch ein Zahlendreher in dieser Adresse drin und wir mussten wirklich die Unterkunft finden. Das war bei einer anderen Instruktorin aus Kanada, die eine Sommer- oder eigentlich eine Winterresidenz in Florida hat. Ja, und dann standen wir da vor diesem Schild, mitten in der Nacht, erstmal aufpassen vor dem Hund und dann steht dann da kein Eintritt und Gewalttätige werden erschossen und Überlebende werden nochmal erschossen. Ich habe echt überlegt, soll man da jetzt wirklich reinfahren? Und als wir morgens wach geworden sind, das war der Blick, den ich da morgens hatte. Morgens waren da auch noch Pferde auf der Weide drauf, also ein Traum, so sah das aus. Diese Bäume, was da so runterhängt, ich weiß gar nicht, wie die heißen, wo ich dachte, ja, die ganze Mühe hat sich gelohnt, krank hin, krank her. Wir sind hier in Florida, das erste Mal in meinem Leben, dass ich in Amerika war. Wir hatten halt einen Mietwagen und sind an einem Tag in den Ocala National Forest gefahren. Und dann da quasi angekommen. Richtig Sumpflandschaft. Richtig schön war es auch, wie wir da über die Straße gefahren sind. Und da ging es auf einmal eine Brücke hoch. Und da habe ich mal ganz kurz angehalten. Da konnte man ganz tief runter gucken. Sah so einen Fluss, der sich da durchschlängelt. Und ansonsten nur Wald. Alles grün. Da wir da mitten auf der Straße waren und auch kein Parkplatz war, kann ich euch nur dieses Bild hier zeigen. Da sind wir da ganz oben drauf. Kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, wie toll das war. Am vorletzten Tag sind wir dann zum Golf von Mexiko gefahren. Haben da so ein paar Fotos von diesen Häusern gemacht. Das sind alles Holzhäuser. Wir fahren jetzt gerade auf den Golf von Mexiko zu. Und da endet halt diese Straße. Da hat es dann auch geregnet. Und es ist eigentlich witzig, so Palmen und Regen. Ein ganz kurzer Ausflug, weil wir hatten ja hauptsächlich Kurs. Und wir haben dann diesen Freitagnachmittag, wo der Kurs etwas früher aufhörte, genutzt, um da mal hinzufahren. Jedenfalls haben wir dann den letzten Tag, bevor wir abfliegen mussten, genutzt, um uns den Silver Springs Park anzusehen. Das ist hier in der nächsten Bildergalerie. Und da sieht man halt, wir haben zumindest ein Schild von Alligatoren gesehen. Dass man da in diesem Silver Springs River, oder Silver River hieß der, eben nicht schwimmen sollte, wegen Alligatoren. Ich hatte ja so gehofft, ich sehe einen, hier sind diese Sümpfe, aber bis auf das Schild haben wir von Alligatoren leider nichts gesehen.
Man kann halt dann über solche Holzstege dahin gehen. Jetzt sieht man diesen Silver River. Einfach absolut beeindruckend, auch wie diese Nebelschwaden darüber sind, diese Bäume. Also ein Erlebnis, was ich auf gar keinen Fall tauschen wollte. Ja, was soll ich dazu sagen? Ne? Glasklares Wasser, wie ein Spiegel, sieht man da alles drin. Unter dieser schräge Baum. Ja, am liebsten würde ich gleich wieder losfahren und mir das nochmal angucken. Da kann man wirklich die Gräser im Wasser sehen. Ist das nicht irre? Da sitze ich halt, da sind so verschiedene Trails, also so Wanderwege, wo man hergehen kann. Wir haben halt den mit dem Silver River genommen. Es gab auch einen mit Höhlen, aber das haben wir dann doch nicht mehr geschafft. Am Ende kam man an so einer Siedlung raus, mit so ganz uralten Häusern, wie man die früher hatte. Die haben wir uns natürlich dann auch angeguckt. Haben aber gedacht, okay, wir wollen aber nicht nur diesen unteren Teil des Parks sehen, da ist so ein Boot auch noch zu sehen. Wir wollen auch in diesen ganz normalen Silver Springs Park. Und der hat uns im Endeffekt doch ein ganz klein bisschen enttäuscht, weil das war nicht mehr so urig. Das war wirklich so ein Freizeitpark mit einem riesen See, mit so Spazierwegen. Die River Trails, das ist jetzt wieder der untere Park, waren da schon viel, viel spannender. Einfach dieses Urwüchsige und die schiefen Bäume und die Stege da, diese Sumpflandschaft, da gehe ich da gerade her. Einfach, das ist was, was mich viel, viel mehr fasziniert. Das ist jetzt der letzte Webwalk. Bis zum Herbst, weil wir im Sommer euch viel, viel tollere Sachen zeigen können. Da können wir einfach auf unserem Reitplatz auch filmen. Haben wir jetzt am Wochenende auch beim Liberty Cruise gemacht. Deswegen geht es nächste Woche los. Statt des Webwalks wird es Trainingstipps geben. Und zwar Trainingstipps zur Freiheitsdressur. Wäre toll, wenn ihr dabei seid. Wäre auch toll, wenn ihr unsere Kanäle abonniert. Das ist der Hauptkanal. Da geht es um Natural Horsemanship. Die Larissa hat noch diesen Turnierkanal, wo aber auch unsere Turniervideos erscheinen werden, die von Janik und mir. Und weil wir ja in diesem Logo drei Bereiche haben, gibt es auch drei Kanäle. Und der dritte hat Zirkuslektionen zum Thema. Und der Janik hat noch diesen Gamer-Kanal, also in der Sidebar. Könnt ihr das abonnieren, verpasst keine Trainingstipps, die es außer im Gamer-Kanal in jedem einzelnen Kanal zum entsprechenden Thema geben wird. Ja, ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.